Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Im letzten Part sind wir hier in der Wüste angekommen, haben ein paar unsere Freunde wieder aufgegabelt, aber Yuna fehlt. Und nun sind wir auf dem Weg zu Riku nach Hause. Das sieht mir sehr verdächtig aus und ich hatte recht. Hier ist Kiste vor einem Kampf. Mit drei Typen. Gleich von dem. Heilpotion nur, okay. Auron, do your thing. Und vernichte diesen Typen. 1153. Oh, kannst verstummen. Das gefällt mir mal gar nicht. Feuer. Auf Sand. Scheiß drauf. Rico hat geklaut, jetzt fehlt noch Kimari, der klauen muss. Schöne Rauchbombe. Konterst du oder warum hast du? Oder bist du einfach nur schnell? So, Tidus, versuche zu treffen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Hallo, Walker. Ich hoffe mal nicht, dass das Verstummen und Blind einfach jetzt nach dem Kampf noch bestehen bleibt. So genau habe ich darauf nicht geachtet. Und mein Gott, wir bekommen immer noch zu viele Allbettmedizin. Machst du auf? Danke. Das sah komisch aus. So, das hier, da kann ich nichts mitmachen. Okay. Ich kann nicht ganz an den Kartenrand gehen, aber scheiß drauf. Gehen wir weiter. Schon wieder dasselbe. Trio. Tschüss. Du sagst auch Tschüss. Ist natürlich doof, dass der, der am meisten Schaden macht, gerade noch hier ist. Au. Also wirklich, au. Dann wird mal wieder High Potions. Oh, Kamari. Diebstahl fehlgeschlagen, also wirklich, Kimari, ich bin enttäuscht. Du klaust so eine Handgranate mehr von diesen Machina-Dingern und als Riku und jetzt sowas. Wie kannst du nur? Die kriegen pro Gegner 1,3 Allbettmedizin. Gefühl. Das ist Schriftzeichen. N ist gleich R, E ist gleich I. Und Ä ist ein A? Oder weil Nähe würde für mich dann nicht Sinn ergeben, wenn es immer ein anderer Buchstabe ist. Atte, hatte ich nicht mal D gleich T gefunden oder was? T gleich D? Grabstätte, oh, kann das passen? Grabstätte in der Nähe. Nee, Grabstätte, doch, R gleich R. Grabstätte in der Nähe. Ah, cool. Moment, Grabstätte, uncool. Oh Gott, Spiel. Gib mir nicht so verdammt viele fucking Gebiete, wo ich hier was machen kann. Ohne Scheiß. Jetzt habe ich hier rumlatscht und immer nur dieselben Gegner besiegen. Walker brauche ich auf jeden Fall. Kamari nicht unbedingt. Nein, nicht Riku. Tidus. Und Lulu. Die will ich irgendwie am meisten leveln. Eis. Aisra wird doch wohl killen. Ja, wird es. Nämlich Wokka. Meine Güte.
Zum Glück haben wir ein paar Phönixfedern. Ich dachte, ein Eisra wäre effektiv. Oder habe ich mich da verguckt? Nee. Gott. Du machst zu wenig Schaden, Lulu. Viel zu wenig. Ich muss leveln. Aber sowas von. So, wie in den meisten Spielen bekannt bei mir, ich hasse Wüsten, weil sie einfach nur so fucking groß sind und ich alles erkunden will. Daraus folgt genau das hier. Alter, warum seid ihr alle schneller als alle? Gibt keinen Sinn. Du auch. Und du. Eineinhalb Feuerer? Okay. Da nehmen Feuerer. 1800 sollte auf jeden Fall reichen. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal eine Weile nur mit denen kämpfen. Walker muss auf jeden Fall immer da drin sein. Da ist zum Beispiel eine Truhe. Nur für solche Sachen renne ich durch die ganze komplette Wüste und dann sind das High Potions. Oder sonst ein Dreck. Man kennt es. Aber ich bin immer nicht davon abgeneigt, es nicht zu tun, sondern es zu tun. Because of... Hallo, ich will wissen, was da ist. Also man gäbe mir schickes Item. Besser als High Potion. Jetzt sind das ein Bettmedizin. 50 Stück. Vielleicht nicht 50, aber... Mega Potion. Okay, mit denen gebe ich mich mehr zufrieden als High Potions. So, dann haben wir irgendwo da gleich einen Speicherpunkt. Verrichten wir das wie immer. Walker dead. Wow, auch vernichten mal. Schwarzmagie Eis war. Bin doch noch jetzt Kills. So geht das nicht, Lulu. 4 KP zu wenig. Immerhin kannst du ausweichen. So, Ekstase. Muss ich ja bald mal die Level-Ups wieder verteilen, ansonsten kann Lulu die nicht one-hitten. Wenn die überhaupt... Was war da jetzt unten für rotes Ding? Oder habe ich mir das gerade nur eingebildet? Ja, wie gesagt, nein, falsch. Ekstase, Junge. Ekstase. Hört auf, alle Walker anzugreifen, das ist unfair. So, Schwarzmagie, Feuerer. Verbrenne! Mit denen macht sie genug Schaden. Nur noch gegen den anderen Typen, die Typi, der so einen Panzer hat. So, 2 Level-Ups sollten reichen. Ah, eine Truhe war das. Gut, dass ich hier hingegangen bin. X-Potions, die nehme ich auch. Potions verwende ich aber gleich mal. Gleich 200. Level 1 Feropest habe ich jetzt 13 Stück. Wow. Und Level 2 habe ich zweimal. Okay, Sphero-Brett. Bewegen. Das gibt guten Angriff für Tidus. 4 und nochmal 3? 2, scheiße. Warum nicht einheitlich? Junge, ich freue mich auf sehr viel. Nein? Warum darf ich mich nicht bewegen? Na, danke. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da unten hin will. Was ist denn das? 2 Angriff und 4 Geschick. Ja, muss nicht, kostet sehr viel Level-Ups. Beziehungsweise deswegen Zeit. Für das bisschen muss es nicht unbedingt sein. Wir bekommen 2 Angriff und eine neue Fähigkeit. Stummschock. Na dann.
So, Lulu. Du bekommst leider kein magischen Schaden hoch und das ist eine Weile. Warum bekommst du hier Angriffskraft bitte? Gravitas. Glück ab. Komme ich nicht hin. Gravitas. Wo sind hier die ganzen Garzauber? Wow, ist ja nicht mehr weit hin bis dahin. Sturmhieb brauche ich nicht. Ich brauche den Level 2 Sphäre Pass nicht. Gut. Weiter. Das hat voll viel gebracht. Voll, genauso wie bei dir. Ja, wobei, bei dir bringt es sogar was. Na, wie viel Attacke kriegst du hinzu? 2, oh Gott, so wenig? Ach ja, ist doch Rikus Fahrt. Naja, was soll's. Du bekommst auch nichts. Wow, hat sich ja so gelohnt. Schade, kein Damage hoch. Bei Lulu. Na, was soll's. Den Speicherpunkt dahin habe ich schon lange gesehen. Aber es gibt noch eine andere Seite der Wüste. Und eine Kiste mittendrin. Ach, die zum Beispiel. Die werden immer von Rico und Kimari fertig gemacht. Schön, zwei Handgranaten. Und du auch nur zwei? Mein Gott, sonst hast du immer drei geklaut. Als ich aufs Spiel nochmal hierher gelatscht bin. Was soll's. Truhe wollte ich hin. Hallo! Was für Potion gibt's noch? Ja, die High Potions, die hatte ich ja schon mal erwähnt. Oder? Ich werde trotzdem nochmal. Gerne unten in der Ecke. Diese Konversation. Sandwurm. Kraftquelle. Kimari. Dragonik. Habe ich lange nicht gemacht. Nichts erlernt. Ohne Scheiß. Hallo, Auron. Zeig uns mal dein Magiebrecher. Jetzt greift er physisch an. 2000 Schaden. Natürlich greift er physisch an. Okay, hallo Walker. Schlafhieb, Windschock, Ability, Stummschock, Windschock. Ja. So, Kimari ist gleich zweimal dran. Lulu nur einmal. Sehe ich, wie viel Leben der noch hat? Genug! Alter, der hat viel zu viel Leben. Ekstase, Schwertech, Saltoje. Mein Gott! Ich muss mich jedes Mal darauf konzentrieren, wann es losgeht, weil ich es immer noch nicht weiß, wann. Das ist uncool. So. Weiß man wie. Passt. Walker ist dran. Walker wechselt aus auf Lulu. Lulu hast viel zu wenig KP. Alte Spezial sammeln. Ahnen. Machen wir mal Ahnen. Jetzt trifft er voll, trotz blind. Wollte schon sagen. So, Weißmagie hast auf Lulu. Auron, hau mal deine Tradition. Polysiderit. Flächenvisierte Attacke. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier, Holosiderit, ein oder mehrere trifft, aber scheiß drauf. Ich mach das jetzt einfach. Das hab ich glaube, es trifft mehrere, aber... Wayne?
So viel Leben hattest du doch gar nicht, du hattest viel mehr. Oder kann das K.O.'n? Oder habe ich gesehen, dass er 4000 Leben hat und, gesehen, dass er 40.000 Leben hat, aber in beiden 4000? Kann das? Oder bilde ich mich mir gerade zu viel ein? Vielleicht hier unten ist gar nichts. Und da bin ich gekommen, oder? Schön, dass ich das noch weiß. So, du greifst den an. Wow, warum heute alle so vernichtend? Ja, Walker? Ich war gerade überlegen, was wollte ich jetzt machen? Ich dachte gerade schon, ich hätte wieder den falschen ausgewählt, aber ich hab's Reflex. Ihr wisst schon. Einfach mal was gemacht hab. So, hier, tschüss. Wir bekommen zu viel Albert-Medizin. Ja, ich glaube, von da bin ich gekommen. Gut, dann jetzt noch auf in eine Ecke. Sag mal, kann man wieder so einen Wurm kommen? Der gibt wenigstens Erfahrungspunkte. Ich meine ja nur. Dann bekommt Kamari nochmal Ekstase. Ah, was soll's. So. Wo war jetzt der Speicherpunkt? Da war der Speicherpunkt. Dann nehmen wir die Kiste und den Speicherpunkt doch gleich. Hallo. Aha. Da fängt was an zu blühen bei ihm. Würde ich sagen, gleich Weißmagie auf Tides. Ich wollte gerade auf Walker wechseln, was der nicht mehr geht. Ja. Dragonik. Auch nichts gelernt. Wow. Autsch. Immerhin kannst du kontern. Und der macht Schaden. Warte, welche Schwäche hast du? Keine Ahnung. Tombola, Tierelement. So, das bringt nicht so wirklich was. Flintshock. Finde ich, nein, ist sinnvoller. Und zack. So, Tides. Greift an. Oh, das macht ja ordentlich Schaden. So, Auron. Du greifst auch an. Moment mal, Tides macht mehr Schaden als Auron jetzt? Krass. Sehr krass. So, Windshock. Zack. Oh, nochmal. Einfach wieder hinrennen, wieder zurückrennen und so weiter kennt man doch. So daneben. Jetzt ist Rico mal dran mit Clown. Auch Bombe geklaut. Ja, Mann. Auch jeder Mensch. Blindschock. So, du greifst auch wieder an. Jetzt kommt Lulu raus. Und sammelt mal. Einmal. Und du gibst Lulu Hast. Warum ist der Gegner zweimal dran? So schnell. So, seine Dings glühen jetzt. Sollte man sich auf eine Schockwelle vorbereiten. Joa, blocken und blocken, würde ich sagen. Was? Wieso passiert nichts? Blocken, blocken,
Jo, das hätte ordentlich Schaden gemacht. Sehr ordentlichen Schaden. So, Blindschock. Du greifst wieder normal an, so wie immer. Du gibst deine Ekstase auch mal raus. Eine Eisrawut, wie wär's damit? Immer den falschen Stick. War das jetzt der rechte oder der linke? Ich habe gerade mit dem linken angefangen, dann war es der rechte. Da, und dann hat es funktioniert. Also, ich glaube, merken rechter. Was soll's. Zack. Hau einen Angriff daneben. Danke. So, Tidus, zeig uns dein Salto hier. Nochmal. Danke. Ging jetzt einfacher. Noch ist er nicht längst besiegt, aber hier, du darfst auch mal. Element T. Nehmen wir mal Rot. Weil Rot so super cool ist. Drei gleiche zu haben macht irgendwie viel mehr Schaden. Viel mehr Schaden. Okay, so viel Erfahrungspunkte gab's da aber nicht. Was soll's? Truhe. Ach, ja, so aufgemacht. Albert-Medizin. Ey! Albert-Schriftzeichen. Vorsicht, Monster, wollte ich sagen. Es geht aber nicht. War nicht Y das G? Oder war Y der zweite Buchstabe ein E? Nee, Quatsch. Graf, G, R. Keine Ahnung. Zu den... Was weiß ich für Monster. Whatever. Ich habe es übrigens nicht gedrückt, dass das kommen soll. Es kam automatisch. Naja, Leute. Ich sag bis zum nächsten Part. Bis dann. Viel Spaß und tschüss. Mal gucken, wie weit wir jetzt noch hier in der Wüste kommen und wann wir endlich bei Rico zu Hause ankommen werden.